Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und zwar heute zeige ich euch das 1.20 Trails and Tales Update. Und ich zeige euch heute, was so alles mit der Version neu hinzukommt. Also würde ich sagen, los geht's. Und nochmal vorab, falls es dir gefallen sollte, lasst doch gerne eine Bewertung da. Über einen Kommentar würde ich mich freuen. Und um kein weiteres Video mehr zu verpassen, abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Also auch wirklich, let's go. Und zwar mit dem neuen 1.20 Update kommen zwei neue Holzarten hinzu. Eins davon ist das neue Cherrywood Set. Und ja, das bekommt man von solchen schönen neuen Cherry Blossom Trees. Und diese wachsen in einem, ja, Cherry Grove Biome, in dem wir uns gerade befinden. Und dies ist eines der selteneren Biome, die man so finden kann. Das Cherry Grove Biome ist überwiegend in bergigeren Regionen vertreten und ist meistens an Bergketten zu finden oder halt eben an einem Bergabhang. Und es kommt selten mal vor, dass die Biome auf solchen großen Plateaus hier generiert werden, denn diese sind noch seltener. Meistens findet man die so an solchen Bergabhängen. In dem Biom sind noch einige Bienen zu finden, die leben hier. Und wenn man hier mal ein paar Bienen braucht, dann kann man einfach hier welche sammeln. Und denn hier gibt es sie zu Genüge, gibt es wirklich irgendwie wie an jeder Ecke ein Bienennest. Hier ist zum Beispiel eins. Hier ist auch noch eins. Es gibt jetzt auch so eine neue Blumenart, und zwar sind das solche, ja, kleinen pinken Blumen, und die sind besonders, denn die kann man auch stacken, so zum Beispiel wie die Schildkröteneier. Erst haben wir quasi so eine Blume. Wenn ich nochmal eine draufsetze, kommt noch eine große dazu, dann noch eine und noch eine, und jetzt haben wir so ein Vierer-Pack von Blumen. Als nächstes haben wir die zweite neue Holzart, und zwar ist das neue Bamboo-Wood-Set, und das kann man jetzt ab sofort aus Bambus zusammencraften, und zwar aus 4 Stück, und dann bekommt man jetzt so einen neuen Block, und zwar einen Block of Bamboo, den kann man auch strippen. Und wenn man den halt jetzt umcraftet in Planks, bekommt man nicht wie normal 4 Planks raus, sondern nur 2. Einfach aus dem Grund, weil Bambus so schnell nachwächst, dass man das ein bisschen genervt hat. Und dadurch kann man halt jetzt auch wieder einiges Neues bauen. Zum Beispiel gibt es jetzt nicht nur hier die ganz normalen Plank-Varianten, sondern auch nochmal so eine Mosaik-Variante. Und zusätzlich gibt es auch neue Boote, und zwar sind die ein bisschen besonders. Und zwar, das ist kein normales Boot, sondern ein Bamboo Raft, also ein kleines Floß. Und das gibt es auch einmal ohne Kiste und mal mit Kiste, wenn man halt mal gerne wieder sein Kram mit rumschleppen will. Und ich finde, das sieht einfach richtig nice aus, denn das ist mal was ganz anderes und passt auch wirklich sehr gut dazu. Als nächstes haben wir die neuen hängenden Schilder, und zwar ab sofort kann man jetzt aus jeder Holzart diese neuen hängenden Schilder herstellen, und die kann man auch verschieden aufhängen. Einmal direkt an einen Block, dann sind das solche normalen Kettenverbindungen. Oder wenn man sie halt eben jetzt an einem Wall oder an einen Zaun packt, kriegt das so eine spitz zu laufende Verbindung. Oder wenn man sie an einem Block dran packt, kommt dann nochmal so ein Stab, und da hängt dann das Schild dran. Zusätzlich haben wir auch ein neues Feature, und zwar, man kennt es, man schreibt irgendwas auf ein Schild und dann aus Versehen, ja, keine Ahnung, kriegt man irgendwie einen Anfall und dann passiert sowas. Und dann müsste man jetzt das ganze Schild wieder abbauen und neu schreiben. Aber ab sofort kann man jetzt einfach mit einem Rechtsklick die Schilder editieren und kann seine Tippfehler dann wieder richtig machen. Und das ist aber auch noch nicht alles, denn man kann jetzt auch ab sofort nicht nur die Vorderseite, sondern auch die Hinterseite von einem Schild mit Text versehen, und diese kann man auch unabhängig voneinander einfärben. Und dadurch kann man wiederum einige Sachen mehr mit solchen Schildern anfangen, und das ist richtig cool. Und wenn man nicht möchte, dass man diese Texte nochmal weiterhin bearbeiten kann, weil man kann jetzt theoretisch ja immer hier wieder was umschreiben, dann nimmt man jetzt ab sofort einfach einen Honeycomb und macht einen Rechtsklick, und jetzt sind die quasi eingewachsen, und jetzt kann man es nicht mehr bearbeiten. Und jetzt muss man es abbauen, um es halt eben wieder zu beschriften. Und das ist richtig cool, denn so braucht man nicht immer zwei Schilder platzieren, die eben in eine Richtung zeigen und dann wieder in die gegengesetzte Richtung. Weil sonst hat man ja immer nur die hintere Seite von dem Schild gesehen und nicht das, was drauf stand. Und das ist ein bisschen nervig. Und jetzt kann man halt einfach zwei Seiten beschreiben. Richtig praktisch. Als nächstes haben wir den Sniffer, und zwar, das ist ein uraltes Wesen aus einer längst vergangenen Zeit. Diese Kreaturen sind auch nicht einfach so zu finden, denn sie kommen aus Eiern, die wir ausgegraben haben. Und das sieht einfach richtig süß aus, wie die hier gerade hintereinander herlaufen. Und zwar, man kann jetzt ab sofort in solchen versunkenen Ruinen ja einen ganz neuen Block finden. Und zwar ist das hier so ein neuer Sandblock, und zwar ist das Suspicious Sand. Und ja, diesen kann man ab sofort mit einer Brush, also einem Pinsel, vorsichtig wegpinseln, und dann kommen einige Schätze zum Vorschein, unter anderem halt eben das Sniffer-Egg. Dieses Sniffer-Egg kann man halt eben ganz normal platzieren wie ein Schildkrötenei, nur es ist eher deutlich größer. Und wenn man es auf einem ganz normalen Block platziert, dann braucht es 20 Minuten, um ausgebrütet zu werden. Und ich glaube nicht, dass es wirklich sehr
sorgsam ist, wie man so mit seinen Kindern umgeht, okay. Aber okay, du bist hier die Mutter. Auf jeden Fall, wenn ich das Ei jetzt auf einen Moosblock platziere, dann dauert es keine 20 Minuten mehr, sondern nur noch 10. Und nach 10 Minuten schlüpft dann halt eben so ein kleiner Babysniffer, und zwar ein Snifflet. Und diese wachsen dann zu so einem Großen dann heran. Die sind halt einfach schon echt süß. Einfach mal die ganzen Geräusche, die hier die ganze Zeit machen, das ist so richtig. Oh. Ja, und du mach ruhig weiter, ne? Also, kann ich da auch drauf rumstapfen oder geht das bei mir kaputt? Ne, scheinbar nicht. Anscheinend ist es wirklich stabil. Oh mein Gott, ich bin ein Monster. Es hält mich wirklich aus. Also, oh, ups, tut mir leid. Oh nein, was habe ich getan? Gut, das hast du nicht gesehen. Ja gut, okay, jetzt haben wir nur noch ein Ei. Auf jeden Fall, die Sniffer, die haben auch eine besondere Eigenschaft, und zwar, sie graben ja neue Seeds aus, und zwar von neuen Pflanzen. Die Animation dafür sieht einfach richtig süß aus. Und er hat jetzt hier einfach eine neue Pflanze gefunden, und zwar ein Pitcher-Pot. Und das sind solche. Das Ei hat geknackst. Oh, vielleicht schlüpft er noch das Snifflet raus. Auf jeden Fall, der Sniffer kann halt eben zwei neue Seeds ausbuddeln. Und zwar einer davon ist halt der Pitcher-Pot. Und das ist halt so eine Rübe, die man halt so in den Boden reinpflanzt. Und ja, die hat fünf verschiedene Grow-Stadien. Einmal halt eben so diese ganz normale kleine Mini-Rübe. Dann wird sie schon ein bisschen größer. Dann entwickelt sie so eine Blüte. Und hier fängt sie gerade langsam an zu blühen. Die wird auch immer höher, bis man dann am Ende halt eben ja, so eine ausgewachsene Pflanze hat. Die kann man dann abbauen. Und ja, dann kann man diese auch hier einfach hin platzieren. Und ja, als zweites kann der Sniffer auch noch eine zweite neue Pflanze ausbuddeln. Machst du das nochmal? Bitte. Na, scheinbar schnüffelt er irgendwas. Auf dem Stein ist wahrscheinlich eher weniger was. Komm schon, du findest was. Diese Nase. Die sieht halt richtig dumm aus. Ist überhaupt nicht übertrieben, ne? Ah, er hat was gefunden. Und, was findet er? Und. Ah, ja, er hat einen gefunden. Und ja, als zweiten neuen Seed kann er halt eben hier so einen, ja, Torchflower-Seed ausgraben. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Und ja, der hat auch drei verschiedene Grow-Stadien. Einfach hier das normale. Wenn man es gerade eingepflanzt hat, dann hier die zweite Version. Und dann halt hier die ausgewachsene Pflanze. Und ja, man kann eben die Torchflower halt eben. Oh, achso, du willst den Seed. Ja, da kommen wir gleich zu. Und ja, die Torchflower kann man halt eben auch ja in einen Blumentopf pflanzen. Und er sieht richtig schön aus, denn das ist wirklich einer meiner Lieblingspflanzen jetzt. Denn die ist richtig schön bunt. Oh, der Snifflet ist geschlüpft. Willkommen auf der Welt. Und zwar, man kann die Sniffer jetzt auch nicht nur so finden aus diesen Eiern, denn man kann diese Eier halt eben auch ja, bekommen. Und zwar, indem man halt einfach die Sniffer paart. Das machen wir halt eben mit dem Torchflower Seed. Und dann kommen halt eben diese Sniffer-Eggs raus. Ich kann ja hier einfach mal noch einen hin spawnen. Und jetzt hier ganz viele. Und jetzt kann ich euch einfach mal hier paaren. Und einer von denen wird jetzt gleich ein Ei legen. So wie die Schildkröten. Und, hallo? Aha, da ist eins. Guck. Es wird zwar nicht platziert, aber ja, man kann sich halt dann selbst dann einfach hinlegen, und dann schlüpfen dann nach einer Zeit die kleinen Snifflets draus. In Wüstendörfern findet man jetzt auch ab sofort ein neues Reittier, und zwar ein Kamel. Diese spawnen hier immer in der Mitte von den Brunnen hier von den Dörfern. Und ja, das ist halt ein Zweispieler-Reittier. Ich kann jetzt theoretisch einfach einen Sattel nehmen und den ja, einfach aufsetzen. Und man sieht, man hat jetzt hier so quasi zwei Sitzplätze, und ich kann jetzt einfach auf den aufsteigen. Und die Animationen von denen sind einfach richtig cool. Ja, ich kann jetzt einfach zusammen hier mit denen nach oben, und jetzt kann ich ihn steuern. Und der funktioniert ein bisschen anders als ein normales Pferd, denn der kann nicht springen, sondern der hat einen Dash. Und ja, damit kann man halt eben über Schluchten drüber springen oder andere Klippen und Abgründe. Und ja, daher, dass das Kamel so groß ist, also wir sind ja halt zusammen irgendwie schon fast drei Blöcke groß. Ja, sogar vier. Also das Kamel ist halt so fast drei Blöcke groß und mit mir drauf sogar vier Blöcke circa. Und ja, daher, dass es halt so groß ist, kann uns halt eben hier oben auch kein Mob erreichen. Das heißt, hier oben kann uns schlechten Zombie angreifen, wenn wir hier oben drauf sitzen. Ja, du kannst ja theoretisch dann einfach durch eine Zombie-Menge durchreiten, und es interessiert dich halt nicht, weil die können dir halt nichts. So, und ich gehe jetzt weiter mit meinem Kamel noch die Wüste weiterhin erkunden, und mal schauen, was wir noch so weiteres finden. Das kann nicht wahr sein, nicht du schon wieder. Ey, kannst du mich nicht einfach mal einmal in Ruhe lassen? Wieso musst du eigentlich immer auftauchen, überall, wo ich bin? Du warst gerade eben schon da. Was soll das? Bitte geh.
Und ja, um den Sniffer überhaupt erstmal auszugraben, brauchen wir auch jetzt erstmal ein ganz neues Tool, und zwar eine Brush. Und die kann man eben mit einer Feder, einem Kupferingot und einem Stick zusammencraften. Und dann bekommen wir hier eine Brush. Und mit dieser Brush können wir jetzt ab sofort halt eben verschiedene Ausgrabungen machen und können halt eben, wie gerade eben schon gezeigt, diesen Suspicious Sand hier einfach freipinseln. Den habe ich jetzt hier selbst hin platziert, deswegen sind hier keine Items drin. Aber ab sofort gibt es jetzt auch bei Wüstentempeln diesen Suspicious Sand zu finden. Und ja, aus denen kann man dann halt eben... Willst du mich verarschen? Jetzt seid ihr zu zweit? Och Mann! Also gut, wie auch immer, auf jeden Fall, man kann diesen Suspicious Sand halt eben jetzt auch in solchen Wüstentempeln hier finden. Und zusätzlich, ja, findet man die nicht einfach so drinne, denn hier ist ja kein Sand weiter. Und wenn man jetzt mal genau hier sich umschaut, sieht man, dass hier etwas anders ist. Und zwar, hier ist jetzt Sand und es gibt einen Geheimraum hier, den man jetzt hier freibuddeln kann. Ich kann jetzt einfach mal hier graben, was haben wir hier? Einen Diamanten! Ne. Ja, ich bin reich. Schlüsselflaschen. Okay, gut, Spaß beiseite. Und zwar hier hinten ist eine Treppe, die nach unten geht. Die kann man hier einfach mal frei buddeln. Man muss jetzt hier aufpassen, dass man nicht auszusehen einen Suspicious Sand abbaut, denn sonst ist nämlich der Block kaputt und auch das, was drinne ist. Und das wäre schade. Und hier ist ganz schön dunkel. Ah, hier haben wir noch was. Mal schauen, was ist hier drinne. Aha, da haben wir eine neue Tonscherbe. Auf die komme ich gleich zurück. Aber wir können jetzt mal ganz kurz in den Raum ausheben. Mal schauen. Oh, ups. Das war zum Beispiel jetzt gerade ein, ja... Suspicious Sand, den habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Den habe ich jetzt aus dem kaputt gehauen. Muss man echt aufpassen. Denn sonst mache ich mir meine ganzen Dias kaputt, die hier potenziell in den Sandblöcken sind. Hier haben wir noch was. Noch ein Pottery Shirt. Ja, damit. Und noch ein Dia. Oh mein Gott, ich werde halt wirklich reich. Also man kann halt eben überwiegend in solchen Wüstentempeln halt ganz gut Diamanten ausgraben und halt eben andere wertvolle Dinge. Deswegen lohnt es sich hier halt wirklich mal ein bisschen zu buddeln. Ja, und so sieht's aus, wenn wir den ganzen Raum freigeräumt haben. Das ist halt einfach hier so ein, ja, weiterer Raum. Und richtig cool, hier ist, glaube ich, aber nichts drunter. Nö, also hier unten ist nichts. Finde ich richtig cool, dass sie die Structure abgedatet haben. In der Pyramide findet man auch ein neues Armor-Trim, aber zu denen kommen wir gleich. Und zwar, man kann halt eben ja, verschiedene Vasenkombinationen machen aus den verschiedensten Scherben. Und zwar, es gibt ja 20 verschiedene Scherben. Damit kann man wirklich einiges anstellen und man kann halt eben auch aus normalen Bricks halt eben diesen Pot herstellen. Kann ich hier mal machen. Das ist jetzt einfach ein ganz normaler Decorated Pot. Den kann ich jetzt mal hinplatzieren und der sieht recht unspektakulär aus, aber richtig cool. Und wenn ich jetzt halt diese Scherben hier habe, ich kann mir einfach hier mal ein paar rausnehmen. Ich würde sagen, welche nehme ich? Die hier, eine von unseren ausgegrabenen, die hier und ihn hier. Ich glaube, das ist sogar ein Sniffer. Na, auf jeden Fall, ich kann jetzt hier auf die verschiedenen Scherben hier nehmen. Kann die einfach mal, ich mach die mal so, zusammencraften. Und jetzt habe ich hier meine Scherben auf diesen Pot drauf gebastelt. Und jetzt kann ich mir verschiedene, ja, Arten von Krügen herstellen. Und das ist richtig nice, denn ich kann damit quasi so meine eigene Geschichte erzählen. Denn darauf läuft das Ganze nämlich hinaus, dass man mit diesen, ja, Töpfen eine Geschichte erzählen kann aus einer längst vergangenen Zeit. Man kann die Töpfe halt eben auch ganz normal einfach abbauen und mitnehmen. Und ja, man kann aber auch, wenn man die Scherben wieder zurückhaben will, die einfach mit einer Spitzhacke abbauen. Und dann bekommt man alle Scherben wieder zurück und kann wieder einen neuen Topf draus craften. Hier sind auch nochmal alle Designs, die man mit diesen ja, Scherben herstellen kann. So sehen sie alle aus. Ich habe die einfach mal alle aufgestellt. Und ja, die gibt's alle. Und ich habe die hier auch nochmal in eine Kiste gepackt. Hier sind sie auch nochmal alle drinne als Topf. Und ja, hier ist halt noch mal der normale, den habe ich hinten auch noch mal. Und ja, richtig cool, was man damit alles machen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Angel, einen Bogen, eine Potion, Fire, einen Creeper, eine Map, ein Herz, auch ein gebrochenes Herz, weil man, keine Ahnung, gestorben ist oder so. Einen kleinen süßen Hundi. Ich glaube, das hier ist ein Warden oder soll zumindest der Warden darstellen. Hier haben wir nochmal einen Diamanten. Sieht mir, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ein Vulkan, der ausbricht. Ein Baum, Skelettkopf und ein Sniffer. Das ist, glaube ich, richtig süß. Also, das zeigt auch nochmal, dass das Ganze halt eben alles quasi in einer Zeit spielt, wo es auch schon damals den Sniffer gab. Der ist allerdings ausgestorben. Und den konnten wir halt eben jetzt laut der Story wieder aus diesem Suspicious Sand ausbuddeln. Den Suspicious Sand findet man übrigens auch ja nicht nur in Wüstentempeln, sondern eben auch bei solchen Wüstenbrunnen hier. Und zwar, wenn man jetzt mal in den Brunnen reinguckt, dann haben wir hier einen so einen
Ja, Sandblock, den kann ich auch mal hier freilegen. Und hier kommen auch nochmal andere Scherben raus. Es gibt nämlich für alle andere Loot-Table. Und ja, hier bekommt zum Beispiel Arms Up Pottery Shirt. Das sind halt so die Locations, wo man diesen Suspicious Sand halt eben finden kann. Und ja. Es gibt allerdings nicht nur Suspicious Sand, sondern auch Suspicious Gravel. Und diesen findet man halt eben in solchen Unterseeruinen in kalten Gewässern oder in einem kalten Meer. Und hier haben wir zum Beispiel gerade zwei Stück. Und hier findet man auch wiederum anderen Loot mit einem anderen Loot-Table und auch verschiedene Pottery-Shirts. Hier haben wir zum Beispiel jetzt auch ein Stück Kohle. Das kann auch rauskommen. Hier haben wir ein Emerald. Her damit. So, ich habe es mal ganz kurz ein bisschen heller gemacht, so sieht man ein bisschen mehr. Hier haben wir auch nochmal was. Mal schauen, was haben wir hier drin. Hier haben wir eine Pottery-Shirt drinne. Die bekommt man hier raus. Was haben wir hier für eine? Einen Blade Pottery Shirt. Schauen, was haben wir hier? Noch ein Emerald. Ja, das ist recht uninteressant. Was haben wir hier? Ein Weizen. Nee. Eine Axt. Oha. Und ja, hier kann man halt eben auch verschiedene Sachen finden. Und also deswegen, es lohnt sich immer jetzt bei solchen Ruinen nicht nur den Loot hier zu holen, sondern auch ein bisschen Ausgrabung zu machen. Und richtig nice. Den Suspicious Gravel findet man allerdings nicht nur unter Wasser in alten Ruinen, sondern eben auch bei einer ganz neuen Struktur, und zwar bei Trail Ruins. Und zwar, das sind solche Gebäude, die sind halt eben überwiegend ja eingebuddelt oder zumindest sind die halt eben überwiegend unter der Erde. Denn das sind alte Ruinen, die halt eben vor langer Zeit verschüttet wurden. Und die kann man halt eben auch freilegen. Und hier gibt es eben auch wiederum neuen Loot. Und, ups, das wollte ich eigentlich nicht. Und ja, die Ruine, die erstreckt sich halt eben überwiegend unterirdisch. Und zwar, man kann es hier auch so ein bisschen sehen, dass hier was ist. Die ist halt sehr zugeschüttet. Und die muss man halt eben freilegen und ausbuddeln. Und ja, findet man eben auch einige Schätze. Mal schauen, was haben wir hier? Oh, anscheinend haben wir hier eine neue Tonscherbe. Und zwar haben wir hier einen Creeper. Cool. Ah, hier haben wir noch eine Tonscherbe. Und hier haben wir, ja, die Heartbreak Pottery Shirt. Okay, ich konnte jetzt schon einen Großteil hier ausgraben, allerdings ist es viel zu viel, deswegen nehmen wir mal eine etwas drastischere Methode. So, ich habe jetzt einfach mal hier so eine Ruine freigelegt und ja, so sieht's aus, wenn sie halt einfach ja komplett offen steht. Und ja, das ist normalerweise halt eben alles unter der Erde. Ich habe hier ja ein bisschen was weggerissen und ja gut. Auf jeden Fall, anscheinend gibt es hier auch solche ja Grindstones und verschiedene Blöcke, wo man halt eben was mitmachen kann. Also scheinbar waren hier mal ein paar Villager unterwegs oder so. Wir haben auf so einen Loom stehen und mit denen kann man halt eben Banner herstellen und ja, das sieht richtig cool aus. Und es gibt hier ja eine Menge Suspicious Gravel. Mal schauen, was haben wir da? Eine lila Kerze. Cool, ich wollte schon immer eine lila Kerze haben. Was haben wir hier? Eine rote Kerze. Ich wollte schon immer auch eine rote Kerze haben. Was haben wir hier? Noch eine rote Kerze. Und hier? Eine braune Kerze? Oh mein Gott. Also hier waren wahrscheinlich irgendwie Leute, die sehr gerne Kerzen mögen. Was haben wir hier? Oh, das ist schon ein bisschen interessanter. Das ist ein neues Armor Trim. Zu denen kommen wir auch gleich. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal hier noch ein bisschen weiter um. Was haben wir hier noch drin? Kommen wir noch ein Armor Trim raus? Ne, ein brauner Stift. Und da haben wir noch eine Armor Trim. Also es gibt hier ein paar Armor Trims zu finden. Die zeige ich aber auch gleich alle. Aber das hier ist so eine Trail Rune. Und so sieht es aus, wenn sie komplett freigelegt ist. Es gibt natürlich noch größere. Das ist jetzt eine kleinere. Aber es ist trotzdem schon viel, was man hier wegbuddeln muss, um halt eben überhaupt an den ganzen Kram hier zu kommen. In den Trail Rooms kann man außerdem auch eine neue Music Disc ja ausgraben. Und ja, diese hört sich sogar sehr interessant an. Und zwar ist das Relic von Aaron Sheriff.
Und ja, ist ein neuer Komponist und es hört sich richtig cool an. Zusätzlich zu der neuen Schallplatte gibt es außerdem auch 4 neue Ingame-Soundtracks, die eben auch von Aaron Scheroff komponiert wurden. Es gibt außerdem 8 neue Advancements, und zwar Smells Interesting, Little Sniffs, Planting the Past, Crafting a New Look, Smithing with Style, Respecting the Remnants, Careful Restoration und The Power of Books. Als nächstes kommen wir zu einem weiteren krassen Feature, und zwar zu den Armor Trims. Und zwar, ja, ab sofort kann man solche Templates hier finden. Und ja, habt vorhin schon gesehen, ich habe 2 von denen hier schon ausgebuddelt. Und ja, insgesamt gibt es 16 Stück. Ich habe die ja nochmal alle reingepackt. Und ja, 4 davon kann man halt eben bei Ausgrabungen finden. Das wären hier die, also einmal Wayfinder, Razor, Sharper und Host. Diese findet man halt eben bei diesen Trail Runes und die kann man halt eben ausbuddeln. Die nächste, die Dune Armor Trim. Die findet man halt eben in Wüstentempeln. Die Coast Armor Trim findet man in Shipwrecks. Die Wild Armor Trim findet man in Dschungeltempeln. Und die Vex und Sentry Armor Trim findet man in Mansions. Als nächstes haben wir die Ward und Silence Armor Trim. Diese findet man beide unten im Deep Dark. Und ja, die Silent Armor Trim ist tatsächlich auch die seltenste, die es gibt. Es gibt auch noch eine Dried Armor Trim. Diese findet man in Seemonumenten, also diese riesigen Tempel unter Wasser, wo die Guardians schwimmen. Dann haben wir als nächstes die Snout und die Rip Armor Trim. Diese findet man in Bastionen. Und halt eben auch die Eye Armor Trim und die Spear Armor Trim, logischerweise schon so wie sie aussehen, im End, auf den End-Cities oder halt eben auch in den Schiffen. Die ganzen Armor Trims haben halt eben auch einen unterschiedlichen Seltenheitsgrad und ja, halt eben die Silence ist halt eben die, die man halt eben am schwierigsten bekommt, und zusätzlich muss man die halt eben auch im Deep Dark finden, was dann nochmal schwieriger ist wegen dem Warden. Mit den Armor Trims kann man dann halt eben jetzt auch seine Rüstungen designen, und zwar so sieht das nämlich aus. Ich habe die jetzt einfach mal alle aufgestellt mit den entsprechenden Armor Trim, und ich würde sagen, ich gehe die einfach mal ganz kurz so durch. Und ja, einmal mal die Sentry Armor Trim, dann die Vex, die Wild, die Dune, Wayfinder, Razor, Sharper, Host, dann haben wir Tide, Coast, Ward, Silence. Die sieht übrigens am coolsten aus und ja, ist mein Favorite auf jeden Fall. Dann die Rip, die sieht auch richtig nice aus. Snout, Eye, und Spear, das sind so die ganzen Muster, die es gibt. Und ja, richtig nice. Damit kann man schon einiges anstellen. Man kann die auch kombinieren und seine Rüstungssets halt eben so zusammenpuzzeln, wie man möchte. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel Sentry nehmen oder halt eben auch Whip und Silence und keine Ahnung, eine Tight Chestplate oder so, die kann ich halt eben alles kombinieren. Und ja, das Ganze geht halt eben auch mit Lederrüstung und auch Kettenrüstung. Und daher, dass man das mit Lederrüstung auch machen kann, gibt es dazu jetzt eigentlich nahezu unendlich viele verschiedene Kombinationen aus den Armor Trims und der Lederrüstung, weil man kann ja die Rüstung speziell einfärben. Zum Beispiel habe ich jetzt hier Orange und Gelb, glaube ich, gemischt, oder Rot und Orange. Dann kommt so ein rötliches Orange aus. Ich kann es einfach hier mal zeigen. Ich habe hier noch meine Lederrüstung und jetzt kann ich hier verschiedene Farben nehmen. Mal schauen, was rauskommt. Ich kann es hier einfach hier reinpacken und kann die halt eben jetzt entweder rot färben, zusammen mit Orange. Dann haben wir wieder eine andere Farbe mit Grün. Dann sieht es nochmal anders aus und auch Blau. Und dann haben wir, na gut, fast wieder eine normale. Aber wenn ich jetzt hier nochmal so Grün und Blau mache, dann kommt halt eben hier so ein, ja, Türkis raus. Und ja, dann so sieht das halt aus. Man könnte jetzt ausrechnen, viele Kombinationen das jetzt wären. Das heißt, ganzen Farbenkombinationen zusammen mit den Armor Trims, die es dann gibt, auf die ganze Rüstung drauf gerechnet. Also, das rechne ich jetzt zwar nicht aus, kann ja vielleicht einer von euch machen, wer das machen will. Viel Spaß. An eine Netherite-Rüstung zu kommen, wurde jetzt auch etwas erschwert. Und zwar ab sofort braucht man jetzt so ein Netherite-Upgrade. Diese muss man jetzt zusammen mit Netherite und dem entsprechenden Tool oder Rüstungsteil in diese Werkbank hier legen. Hier in dem Smithing Table, denn die wurde auch nochmal überarbeitet. Die sieht nämlich jetzt so aus. Und zwar kann ich jetzt hier einfach meine Rüstung reinlegen oder mein Tool zusammen mit dem Upgrade und dem Netherite Ingot. Erst dann kann ich meine Rüstung halt eben upgraden. Und ja, diese Upgrades findet man in Bastionen im Nether und sind nicht ganz so selten. Also man findet die recht häufig. Man kann aber nicht nur in dem Smithing Table seine Armor upgraden, sondern man kann sie eben auch designen, und zwar mit dem dementsprechenden Armor Trim. Und ja, das funktioniert so: Man braucht einfach ein Armor Trim, dann ein Rüstungsteil und ja, ein weiteres Material, um dann die Farbe drauf festzulegen. Ich habe einfach mal alles reingelegt, und zwar man kann halt eben aus Diamanten, Emerald, Amethysten, Redstone, Lapis, Nether Quarz, Gold,
Eisen, Kupfer und Netherite halt eben diese verschiedenen Designs halt eben einfärben. Das zeige ich jetzt einfach mal. Ich würde sagen, wir nehmen für die Rüstung Redstone. Und mal schauen, wie das gleich aussieht. Kann jetzt einfach mal reingehen. Und jetzt nehme ich einfach den Armor Trim, packe den hier rein. Das wird auch hier angezeigt. Das wechselt hier mal durch, richtig gut gemacht. Und jetzt packe ich das einfach rein, zusammen mit meiner Rüstung und dem Farbstoff. Das wird ja auch nochmal angezeigt. Das ist richtig nice, dass sie das hier nochmal kennzeichnen. Und jetzt kriege ich hier eine Vorschau, wie es aussehen würde mit Redstone zusammen. Und das sieht richtig nice aus. Ich kann es einfach hier rausnehmen. Ich sehe auch, was drauf ist. Hier einmal die Silence Armor Trim zusammen mit dem Material Redstone. Und das Einzige, was die Chestplate jetzt nun hat, ist einfach ein anderes Design. Sonst ändert sich nämlich nichts. Die Armor Toughness und Armor oder Knockback Resistance bleiben gleich auf der Rüstung. Und ich kann jetzt halt einmal anziehen. Ups. Und kann halt damit rumlaufen. Zum Glück muss man allerdings bei dem Netherite Upgrade und bei den Armor Trims immer nur jeweils eins finden. Denn das wäre ein bisschen nervig, wenn ich jetzt zum Beispiel eine ganze Rüstung von dem Silent Armor Trim haben will. Aber die sind halt eben so ultra selten. Deswegen kann man die halt eben auch craften oder zumindest verdoppeln. Und zwar kann ich jetzt im Crafting Table jetzt mit einigen Diamanten, einem Upgrade oder einem Trim zusammen mit einem entsprechenden Block halt eben diese vermehren. Und zwar, wenn ich das Rezept jetzt in Crafting Table mache, bekomme ich zwei Upgrades raus und habe somit mir ein Netherite Upgrade mir erkraftet. Ist ziemlich teuer mit ein paar Diamanten, aber muss man halt eben noch ein paar Dias finden. Das gleiche geht halt eben auch mit den Upgrades und halt eben auch dementsprechend mit dem dazugehörigen Block kriegt man dann halt eben von allen Templates dann eben das Doppelte raus, was man halt reinsteckt. Kannst du jetzt auch nochmal zeigen, und zwar, man braucht halt eben für jeden Armor Trim halt eben anderen Block. Hier ist es zum Beispiel Blackstone, hier haben wir Netherrack, bei ihm haben wir Coupled Deep Slate. Bei den Templates, die wir ausbuddeln müssen, brauchen wir Terracotta, bei dem hier Endstone, bei dem ein Purpurblock und halt eben bei den Tide Armor Trim zum Beispiel ein Prismarinblock. Und ihr habt es auch gerade schon gesehen, ab sofort gibt es nämlich ein neues Feature, und zwar so eine Art Armor Swap Feature. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach eine Chestplate nehmen und kann halt jetzt ganz einfach die auf dem Rüstungsständer austauschen. Und zusätzlich kann ich halt eben dann auch ganz schnell meine Rüstung ändern. Und zwar, ich ziehe es auch mal hier an. Jetzt nehme ich an meine Lytra. Und jetzt kann ich die einfach rechts klicken und kann somit meine Rüstung eben austauschen. Ich kann jetzt auch einfach die Raketen nehmen und kann jetzt damit losfliegen. Und jetzt könnte ich einfach theoretischerweise in der Luft einfach Rechtsklick machen und wieder austauschen. Und das ist richtig cool, denn man kann jetzt theoretisch, wenn man irgendwo runterspringt oder runterfällt, dann ganz schnell seine Lytra rechtsklicken und losfliegen und würde dann halt nicht sterben. Ich finde, das ist auch ein richtig cooles Feature, denn darauf habe ich eigentlich, wie gesagt, schon eine Weile lang gewartet, denn manchmal passiert es nämlich, man versucht mit der Lytra loszufliegen, obwohl man sie nicht anhat, und fliegt dann, die Klippe runter, und das ist dann ungünstig. Als weiteres Feature können wir jetzt ab sofort halt eben auch das Enchantment Glint, also hier dieses Geglitzere von der Rüstung, einstellen. Und zwar finden wir das in Options, dann in Video Settings und dann gehen wir mal ganz runter und dann haben wir mal Glint Speed und Glint Strength. Und wenn ich das jetzt einfach mal hier hochschraube, dann leuchtet die auch viel stärker und schneller. Dann sieht man halt eben auch, dass sie richtig enchanted ist und ich kann das Ganze auch mal runterstellen. Und dann sieht die Rüstung halt einfach so aus, als wäre sie unenchanted, obwohl sie enchanted ist, und das ist eigentlich ganz witzig. Und finde ich cool, dass man das einstellen kann, weil manchmal war es halt irgendwie ein bisschen sehr schwach und manchmal zu stark. Und jetzt haben sie es halt einfach so gemacht, dass es halt einfach jeder individuell einstellen kann, wie er möchte. Und das finde ich richtig nice. Aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Video, denn ich split das Video hier in zwei Parts auf, weil das sonst einfach viel zu lang wird. Und deswegen, wenn ihr euch den zweiten Part anschauen wollt, dann schaut gern vorbei. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, Leute!